Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eras Total Conquest. Ja, dem schönen Mod. Ja, sogar 12 Kampagnen sind's und wir haben ja in der ersten Kampagne uns ziemlich zugelegt. Aber die besten Fraktionen werden auch immer wieder stärker. Und es überrascht mich, Kiverus, wo wir noch nicht gefunden haben scheinbar, ist wirklich unter den Top 3 jetzt. Die machen ja mega nach oben, aber wo sind die? Sind es Russland einfach? Kann schon sein, dass es einfach Russland ist, aber es gibt doch Russland. Ich bin ein bisschen verwirrt mit den Fraktionen. Es gibt doch Russland noch. Jo, die haben scheinbar... Moment mal kurz. Wenn wir da mal auf... nein, nicht alle. Custom Fractions machen. Wenn wir jetzt mal Kiverus einstellen, genau, was ist noch an? Ah, diese Ägypten. Und hier mal kurz schauen, wo Russland ist, wenn das überhaupt eben das gleiche ist. Also wahrscheinlich haben sie das einfach so genannt, oder Kiverus. Und, ja, es kann schon sein. Duiklia kenne ich jetzt gerade auch nicht. Okay, weiß auch nicht, was das ist. Bulgarien vielleicht oder so. Und Polen, Norwegen, Dänemark, England, Kroatien. Die sind ja nicht mehr so am Wachsen. Okay, dann sind es die Russen, weil sie auch dunkelblau sind. Dann ist klar, dann haben wir im letzten paar Parts halt unnötig gesucht, aber ist nun mal so. Und jetzt muss ich nochmal kurz durchschauen. Wir haben ja hier auch nochmal. Hat er überhaupt? Das ist ein Diplomat, okay. Klar. Der Assassine muss kurz warten auf den neuen Spion. Genau. Okay. Ich glaube, wir haben alles gelaufen. Ja, okay, gut. Also jetzt haben wir das geklärt. Ich habe mich völlig irgendwie schwer getan. Da Kiverus noch von, ich weiß nicht, Kingdom Hearts oder so, noch zu verstehen, oder? Was, glaube ich, dort getrennt ist. Das glaube ich Moskau oder so noch. Irgendwie so etwas, aber ja, die verschiedenen Strategiespiele im Mittelalter verwirren sich gegenseitig, weil meistens die meisten gar nicht so richtig korrekt sind. Ja, eigentlich das Heilige Römische Reich auch nie zusammen war, sondern zum Beispiel Böhmen und Preußen und so Sachen. So, Französisch. Die sind gewachsen, die Franzosen. Ein milder Winter. Neue Mission, Manual of Mylos. Okay, wir müssen einen abwerben. Und der ist dort. Wir haben ja einen guten. Okay, Cordoba hat mit Frankreich Krieg. Will Krieg machen. Und ich finde ja, Cordoba, es ist zwar vielleicht nicht genau die gleiche Region, aber ich möchte gerne, dass einfach Frankreich ein bisschen geschwächt wird. Und wir werden hoffentlich nicht angegriffen von dieser Stadt. Ach, die ist, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, die ist schon französisch. Wir riskieren es, dass wir gegen Frankreich Krieg machen. Nicht Krieg machen, sondern einfach nicht mehr verbündet sind. Und dafür haben wir bei ihnen gute Beziehungen jetzt. Jo, wieder ein bisschen Minus, klar. Wir geben viel aus. Bagdad wächst wieder, das ist wichtig, weil sonst ist ja immer noch die... Es ist wieder grün, geht schon, aber es kostet eben noch ein bisschen zu viel. 10.880, glaube ich. Boah. Okay, dem geht's noch besser, hä? Aha, nein, das ist der Spion, okay. Gut, aber ich habe gedacht, die Assassine, aber nur... So. Jetzt müssen wir schauen. Zuerst machen wir mal hier fertig. Ist einfach wichtig, dass wir uns ein bisschen abspeichern. Weil es hat immer noch Fehlschlag. Okay, wir können mehr Assassinen bauen jetzt. Das machen wir. Aber nicht mehr so viel Geld ausgeben, bitte. Genau, den Spion haben wir. Dann haben wir hier, ja, den Krieg. Und hier haben wir einfach nochmals Bulgarien. Mag uns noch mehr. Also wir müssen jetzt langsam die Christen ein bisschen runtersetzen. Vor allem ja, einfach die Evangelisten eigentlich, da die Oströmer.
Ja, die noch. Und wir könnten eigentlich hier unten eine Burg bauen, aber das ist überhaupt nicht das Wichtige. Das Richtige. So weit unten. Also eventuell können wir die Stadt hier umwandeln dann irgendwann mal, aber binde an einem roten Meer oder also es ist ein bisschen begrenzt, sollte man überall Häfen haben. Bestmöglichst handeln, weil sonst gibt es auch nicht genügend Geld dort. Also es bringt vielleicht nicht so viel, aber ja. Assalamu alaikum. So, da haben wir leider wieder im römischen Wie mein Sultan Imam, gefragt. also gerade vor ihm. Natürlich, Biester, Sultan. sorry. Naam. Natürlich, Sultan. Ich muss hier hoch, genau. Und hier haben wir jetzt wieder wenig Truppen, weil die gehen wahrscheinlich jetzt gegen Russland. Sind die eben im Krieg? Habe ich das richtig gesehen? Sieht man das schon wieder? Diplomatie, genau. Sind die im Krieg aus Kiewerus? Das sieht man besser. Ja, irgendwo nicht. Habe ich die irgendwie verpasst? Da. Nein, die sind nicht im Krieg, die sind aber auch gegen Frankreich im Krieg. Wieso? Was machen die Franzosen dort? Wie mein Ich Sultan möchte befiehlt. mit denen eigentlich schon angreifen. Deshalb, ich Befehle? nehme den mal mit Befehle? und tu die weiterbilden. Deshalb nehme ich Sultan, die wie mit. kann ich dienen, Die Sultan? mit. Befehle? Und gehe wirklich da hoch. Wie Oh. mein Sultan befiehlt. Hm, ich Na hab den am blöd. Sultan. Das ist jetzt gerade ein bisschen Bürgerhof, der Wie hat mein gar nicht so Sultan viel befiehlt. Ist es Ding. Befehle? Ah ja, der wird wahrscheinlich noch nicht angegriffen. Lautet der Und Wille des wenn, Sultans? also er ist noch nicht eine Befehle? Bedrohung, sage ich jetzt mal. Nein. Meine Sonst haben Augen wir aber sind für dir einfach weit. verloren. Lebe Dann unser haben wir Leben, ihn verloren. Sultan. Nein. Wir könnten eigentlich noch ein paar Lautet der Wille Leute des holen. Sultans? Ja, jawohl. Okay. Wie mein Der Rest Sultan eben, befiehlt. also der Rest. Wo ist jetzt der Rest? Naam, Sultan. Wie mein Sultan befiehlt. Sind also einfach die Pferde, die hier sind. Bin ein bisschen komisch. Hat er verwirrt. Es So. ist der Wille des Sultans. Genau, ich wollte speichern. Nicht, nicht Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin nur ein bisschen eben noch schwer vor Begriff. Meine Augen sind die euren. Nein, einfach sie befolgen mich manchmal ein bisschen. Aus den Schatten heraus werde ich So. alles Bist du beobachten. jetzt, bist jetzt hier drin? Es ist der Wille des Es ist ein bisschen Sultans. unübersichtlich Wie heißt und ein der bisschen zu viel Ungläubige? auf einmal, oder? Gebt Dass man mir da ein Asyl bisschen. und ich bringe. So. Also, ich habe jetzt denen mal geholfen. Ich lebe, um zu So. dienen, Sultan. Damit unser Land Der eigentlich noch Sultan. mehr Religionen Wie hat, mein dann, wenn Sultan wir es befiehlt. erobern. Also, unser Lehnsland. Und bei dem, Ich der bin war ja nicht hier, gut, um zu genau, der ist verhandeln, schwer zu sondern um holen. zu predigen. Ich brauche einen Imam hier unbedingt. Nein, ich brauche nicht unbedingt. Ja, okay. Ja, hier können wir gar nichts mehr holen. Wir lassen es jetzt einfach mal so geschehen, dass dort noch ein guter ist. Sonst könnte ich eigentlich schon nächstes Mal da drunter gehen wieder, weil wir hier oben eigentlich nichts mehr machen müssen. Wir müssen nur Wie schauen, heißt der wie viel. Ungläubige? 91%. Wer oder was beleidigt Ah, euch, das haben wir ja, mächtiger glaube ich, letztens Sultan? gemacht. Also wir haben doch Wie ja mein einmal Sultan befiehlt. verloren. Und haben nochmals neu. Okay, die tun schon Überzeugungsarbeit leisten dort. Und hier oben sind es wieder, sind die wieder Türkei? Krass. Wie schnell das geht, wenn Gegner. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Also, da wir einfach noch nicht genug sind, gut sind, Wie heißt der Ungläubige? gehen wir einfach mal hier rüber. Also zuerst mal den Spion. Okay, gehen wir bis hier rüber. Ich lebe, um zu dienen, So. Sultan. Und wir Ehre müssen ja mir, einen Merchant dort zu rüber Diensten. packen. Und der ist ziemlich gut. Und Zu Diensten. der ist nicht so gut. Zu Diensten. Zu Diensten. Der ist auch nicht so gut, aber bei dem wird es vielleicht klappen. Und der bekommt hier auch nicht so Zu viel Diensten. Florin Silber. Zu Befehlen. Das war, glaube Wie ich, ihr wünscht. hier. Hä? Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, okay.
Hier ist doch noch was. Ich soll ein Geschäft 30% für den Sultan abwickeln? What? Das ist ja viel zu gut. Wie sollen wir das schaffen? Ah, ist weiter oben. Zu Diensten. Wir gehen so sehr weit wie möglich weg. Wenn sie die immer wartet, wieder finden, die Reise endet, das ist einfach Wahnsinn, oder? Wir wollen nicht den verlieren, der ist gut geworden. Also 3 ist für mich schon gut. So, also da haben wir mal. Jo. Oh. Ungarn und Moorisch. Welch große Ehre, edler Sadik. Jetzt weiß ich gar nicht, was Moorisch ist. Ist das das? Das ist aber Ägypten. Die sind ja Fatih. Wie heißen sie? Was sind die Mooren? Sind die südwestlich? Irgendwo? Also. Hä? Was sind jetzt Mooren? Sie haben immer andere Bezeichnungen. Das ist jetzt nicht so, also ich tue jetzt nicht so oft immer aufnehmen. Könnten auch Cordoba sein. Aber es ist Cordoba, okay. Moorisch heißt aber Cordobisch. Cordoba Babisch. Es ist der Wille. Wie lautet der Wille des Sultans? So, dann haben wir irgendwo hier oben noch den einen. Da schon. Ja, also bei dem ist, ja, der kann mal heimkommen. Wie ihr wünscht, der macht nicht mehr so viel wahrscheinlich. Ja, doch, ist noch jung, aber der ist einfach schon die ganze Zeit am Reisen. Also und ich müsste langsam wieder rauf mit dem Militär. Ja, ich muss rauf. Also die Stadt ist ja jetzt grün oben, Bagdad, und deshalb, genau. Also ein paar Lanzer möchte ich gerne haben. Die sind geil. Und dann möchte ich eigentlich noch nicht die Swordsman, sondern Spearman eher. Tja. Fragt man sich, welche Nahkämpfer, wenn es nicht gute Nahkämpfer gibt. Okay, machen wir beide. So, und dann denke ich, haben wir eine gute Runde gemacht, ja, eine fertige Runde. Ah, schaut da die Georgier, sage ich jetzt mal, oder Aserbaidschaner. Unsere Freunde, die wir angreifen, sind so ganz hellblau, also so, sagen wir, blau-grün auf der Map. Ich könnte die Map manchmal ein bisschen heranzoomen, denke ich, oder? Wenn es ein bisschen besser sieht. Ich hoffe nicht, dass die Map so mitgeht oder so, wenn man irgendwo ist, aber ich glaube nicht. Okay, die Germanen haben schon wieder irgendwas gewonnen. Ich weiß nicht, wieso das immer angezeigt wird, aber ja, genau so. Aber ja, es geht mit. Ja, ich wusste es noch. Also wusste es noch. Ich dachte es noch. Super, dann können wir eigentlich die kleinere Map benutzen, weil wir dort einfach mehr sehen. Und schon wieder weniger Geld. Es ist langsam echt schwer geworden, so Geld zu verdienen. Hä? Ihr abnehmt eine Meistergilde für Spione. Hä? Ich habe doch das genommen. Habe ich nicht das genommen mit Assassinen? Oder ich habe es schon gebaut. Ah, man kann beide bauen. Okay, ja. Hier möchte ich unbedingt den Handel erhöhen. Ich möchte eigentlich hier das nehmen. Wir machen jetzt gerade hier wirklich nichts mehr. Das ist zu teuer. Das können wir einfach nicht leisten, ständig da alles zu bauen. Und hier in Medina muss ich ja eigentlich wichtigerweise, ja, genau, der Handel und so machen. Wir müssen Geld verdienen, deshalb machen wir das auch.
Ja, der Handel ist eigentlich gar noch nicht so effektiv. Also, man sieht aber keine Wagen. Komischerweise. Ich müsste eigentlich wirklich... Oh ja. Den Medina würde ich gerne wirklich ausbauen. Jeddah Royal Hall, das heißt, hier ist eins weiter. Hier möchte ich gerne eventuell bauen. Nein, es gibt keine. Es gibt Wege. Wir machen das so. Medina ist jetzt auch gerade momentan einfach nicht so wichtig, weil Wege sind wichtiger in anderen Städten. Und hier können wir eigentlich... Es ist ein bisschen schwer zum Auswählen. Dann machen wir hier die Farm. Und Ayla, ja, Ayla sollte schon wachsen. Das ist wichtig für die Verteidigung. Okay, von denen sind wir auch gut. Zu Diensten. Beziehen. Wie ihr wünscht. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir hier... Was sind denn das für Star? Also ich frage mich immer, wie kommen die Kaufmänner zu so viel Geld, wenn sie doch irgendwie ganz normal handeln wie wir? Also ich bin mir sicher, zu Diensten. Ich soll ein Geschäft für den Sultan abwickeln? Ich wage es nicht, aber das ist der falsche, oder? Ja. Zu Diensten. Okay, die Gilde hat eine Meise. Die Reise endet für heute. Ich muss mich ausruhen, Sultan. Hat eine Riesenmeise. Sultan, der Morgen wartet. Wir gehen jetzt mal dorthin. Die kann doch nicht uns so eine Mission geben. Meine Wissen die das nicht? Die euren. Okay, hier haben wir wieder einen. Wie heißt der Ungläubige? Ja. Aber so eine Meise möchte ich nicht haben. Ich bleibe sicher. Es ist der Wille, so. Sultan. Gut, das tut immer schön trainieren. Ich lebe, um zu dienen. Gut, er hat es auch geschafft, dankeschön. Wie heißt der? Jetzt können wir da oben noch die zwei, und die zwei haben wir wahrscheinlich. Ich bin nicht hier, um zu verhandeln. Ich bin hier zum Predigen. Die Gegner profitieren, das ist heftig. Ich glaube, es ist wirklich, so, dass der Mod das Cheaten von Medieval 2 hat auch immer noch ein bisschen weiter ausbaut, oder? So, die haben wahrscheinlich stärkere Truppen. Was haben denn die Schwertmänner? Die sehen, die sehen ja mega stylisch aus. Also hier sehen sie einfach so alt aus, oder? Aber hier sehen sie so ziemlich geil wie aus einem Rundspiel, Fantasy-Rundspiel aus. So ein bisschen vertrieben, loyal, nobel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit denen Krieg machen soll, aber weil Türkei geht es auch wieder besser, aber die sind wahrscheinlich gegen Norden jetzt gebufft worden. Wir brauchen Mosul. Wir haben ja gespeichert, also ich werde das mal versuchen. Ah nein, ich wollte ja ein bisschen schikanieren, genau. Ich glaube, wir schauen einfach nach, wo die hingehen. Die werden schon wahrscheinlich hier hochgehen. Okay, wir schikanieren sie einfach ein bisschen. Wir sagen so, ja, wir sind in den Ländern, wir machen dort einfach irgendwie Blödsinn und dann greifen sie uns an. So, also, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht, oder? Zu Dienst. Mit dem gehen wir mal ein bisschen weiter hoch wieder. Und der da oben haben wir schon gemacht. Ihr Nein. Wünscht. Nein. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, den hätte ich fast vergessen. Ich kann dort nicht hin. Hier dich, Sultan. Wir gehen hier jetzt mal mit dich, ihm Sultan. Einfach da hinschauen, hier ob da die Russen, die Türken noch sind. Und mit dem. Die wurden irgendwie vertrieben, habe ich das Gefühl. Nicht alle, aber. Wie ihr wünscht, Sultan. Sind die wirklich Krieg Nein. jetzt da? Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, die sind immer Nein. noch hier. Wegen wie Kreuzzug. Ihr wünscht, Sultan. Na, wie ihr wünscht, okay, Sultan. Hier haben wir viele Truppen noch. Gut. Hier haben wir noch viele Türken. Na, sie sind irgendwie gespalten, habe ich so das Gefühl. Oh, das ist hier die Stadt und hier irgendwo noch eine Stadt oder so.
Die sind irgendwie sehr gespalten. Zu Diensten. Ja, gut. Also, eventuell verlieren wir einen Merchant, das ist nicht so gut, aber ja, egal. Und die Assassinengilde gibt danach Missionen? Hoffentlich. Sehr gut. Das ist interessant, aber wir haben viel zu viel zu tun. Wir sind ein bisschen gefordert. Aber ich mag das. Ich habe das in Rom eigentlich auch immer gerne gehabt. Viele Truppen immer wieder. Ja, so taktische Manöver zu machen mit größeren Generalstruppen oder auf der Map. Und so haben wir immer wieder so ein bisschen mehr nachdenken lassen. Das ist gut. Also das macht mir sehr viel Spaß. Auch wenn es immer so ein bisschen aufwendig ist. Okay, die ziehen wieder in den Krieg. Die wohnen diese Stadt hier rechts wieder. Wo wir eben nicht sehen, wie sie heißt, aber... Ja, ich habe jetzt irgendeine längere Zeit nicht gespielt. Okay. Für ihn eine Braut. Der andere hat jetzt eine. Alles, ja, irgendwie sowas. Wir haben ja zweimal abgelehnt bei einer. Also jetzt hat jeder eine, ja. Okay, dann hat doch einer eine Frau irgendwie gefunden. Wann, weiß ich nicht. Aber ja, der Ding ist auch gestorben, die Königin. Was ist der Wille des Sultans? Genau, und hier haben wir gesagt, wollen wir eigentlich hier rüber. Schauen, wo der Krieg ist. Wie ihr wünscht, da sind die Truppen. Na. Also schauen wir, wie der Krieg so läuft hier. So. Immer noch rot. Was ist denn so teuer eigentlich? Ah, dafür haben wir hier Handel. Sind eigentlich immer nur die Ausgaben so teuer und nicht so die... Brauchen wir das hier? Ist das zum... Nein, es müsste eigentlich ein Stern drauf sein, so glaube ich. Da lassen wir es einfach mal. Sind die Schiffe so teuer? Kann das sein? Eure Befehle, ist nur ein Schiff? Mächtiger Sultan. 150 ist so ein bisschen weniger als normale Truppen. Ich würde das gerne da lassen. Einfach wegen den Missionen vielleicht. Die haben irgendwie eine Abmachung gemacht. Die haben irgendwie eine Abmachung gemacht, dass sie vom Frieden, dass sie wieder Frieden haben oder so. Schwer zu übersetzen mit so wenig Kenntnisse. Im Englischen. Wie ist hier auch wieder ein Priester? Zählt eure Segenswünsche, nicht eure Feinde, Herr. Wir gehen kurz hier noch trainieren. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Es ist der Wille des Sultans. Aus den Schatten heraus. Okay, das klappt mir immerhin wieder meistens. Ich werde kein. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Gut, das hat geklappt nochmals. Ich bin immer noch ziemlich spät, ob das immer noch 95% ist. Es dürften gerne Leute, die das Spiel wirklich kennen und so, diese Sachen nachgeschlagen haben, mal ausprobieren. Oh, diese guten Merchants muss ich ja dann wegmachen, aber... Also er hat ja eben sehr viel Erfahrung. Ja. Er ist wirklich ein Killer geworden. Ich könnte es dann wirklich später warten. Aber ich traue mich noch nicht zu sehr. Es ist. Diese Merchants müssen einfach weggehen. Aber noch nicht ganz so schnell. Das ist noch zu riskant, oder? Okay, dass wir weniger Geld ausgeben und so. Wie mein Sultan befiehlt. Also die sind verbündet mit vielen, oder? Das ist schwer jetzt anzugreifen. Okay, Kiverus.
Also vor allem Bulgarien und so möchte ich jetzt nicht so. Die sind einfach alliiert mit diesen doofen. Wenn wir jetzt Krieg provozieren, dann ist die Römer auch gegen uns. Natürlich, Sultan. Natürlich, Sultan. Wie mein Sultan befiehlt. Wie mein Sultan befiehlt. Wir bleiben eine Runde noch da und dann gehen wir in die Stadt, um zu heilen. Wir sollen jetzt Krieg machen wollen. So, der Merchant geht ja wieder hier runter zum Handeln. Ich habe jetzt nicht alle gemacht, aber die sind ja automatisch von mir. Ja, jetzt geht er nicht weiter, weil hier die Leute sind. Ach Gott, ein Spielchen. Das sind die schwarz gewesen, das sind das. Hä? Ist das Ägypten gewesen? Ich weiß nicht, wie wir hier noch schwarz sein könnten. Oder Rebellen irgendwie so. Vielleicht sind es Truppen, die den gewechselt haben, das Volk. Jo. So. Komm, mach mal weiter. Ja, danke schön. Na, es könnten Rebellen gewesen sein. Waren wahrscheinlich nicht schwarz und grau. Irgendwie, jo, die haben einfach Probleme mit den Stadtbewohnern und so. Korruption. Ja. Also, wir müssen jetzt zuerst mal schauen. Ja, der Merchant ist hier nicht weitergegangen. Doof. Zu Diensten. Da drauf. Zu Befehl. Bringe neuen Handel ins Land, Sultan. Welchen Ungetreuen soll ich von seinen Münzen trennen? Da runter wieder. Wie ihr ich habe den Merchant einfach auf die Seite geschoben. Okay, jetzt erholen wir uns wieder. Und hier ist wichtig, wir müssen so langsam mal wirklich Mangonese herstellen. Weil die haben auch besser, also wenn wir nicht kämpfen um die Stadt oder so, haben wir besser Kämpfe dann wahrscheinlich im da müssen wir jetzt einen machen. Das geht nicht, wir brauchen wieder Imams. So. Oder ja, einfach Prozentsätze, wirklich weniger Verlust und so zu machen und überhaupt zu gewinnen. So, Krieg von den Bulgaren, glaube ich. Oder Kroaten können das sein. Nein, das sind Kroaten und das sind Bulgaren. Oder so. Das ist klar, das sind Nachbarn. Da sind ihre Allianz gebrochen, weil Kroatien angegriffen hat, Bulgaren. Und ja. Gegen Dänemark. Dänemark war wahrscheinlich mit den Bulgaren verbündet. Und ja, da haben wir noch Allianzen. Hm? Gut. Oh, Frankreich gefällt's. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie machen kann. Die greifen uns so bald an. Und jetzt tun wir mal die Truppen hier über. So. Befehle? Wie mein Sultan befiehlt. Dann können wir noch Befehle? Die drei Truppen wie hier rüber tun. Sultan? Und die anderen lassen wir mal hier Sultan, dran. Wie erwünscht. So. Genau, jetzt so langsam. Halten wir einfach uns vor. Diese Reiter hier, die haben nur 82, sind dafür im Nahkampf und Speer. Sehr verwundbar gegen Bogenschießen. Wir müssen dann ein bisschen taktisch spielen, aber. Wir haben fast viel Reiter hier. Ist das eigentlich schlecht mit dem Unrat da, mit dem. Gibt es das Symbol überhaupt? Das mit dem Verschmutzung, oder? Ja, ich denke nicht, das gibt's nicht mehr. Das gab's doch in Rom, Verschmutzung, oder? Rom-Totelbohr. Ich denke, ich mache eine Mine hier, auch wenn es nicht so viel bringt. Und damit wir einfach Geld verdienen, aber einfach wenig Geld haben. Genau. Und. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Zu Diensten.
Wir haben ja hier noch den Priester. Genau. Ist jetzt momentan... Ja, oh, jetzt. Oh, das ist gut, dass die Türkei jetzt zulegt und so. Ich hoffe einfach, dass sie wirklich gewinnen werden, solange sie zwei Gegner haben. Also das ist Kipyak jetzt. Einfach falsche Symbole. Dann ist wirklich... Hat die Türkei wenig Ding? Die sind wirklich sehr tief gewesen. Ja, die haben nur ein. Ja, die haben nur noch ein. Also, ich kann sie nicht retten, so. Also, es ist unmöglich. Wie wir gelaufen sind mit dem Diplom. Es ist einfach. Türkei hat leider nicht gerade so einen guten Stand gehabt. Schon vom Anfang an. Liegt wahrscheinlich an der Kampagne oder so, aber. Die wurden in die Zange genommen von drei Völkern, glaube ich, am Anfang nach Ägypten, glaube ich. Und dann sind ja die Oströmer gekommen. Ist nicht so leicht, hä? Oh, ich habe die nicht gehört. Ich habe die gar nicht genommen. Gezogen. Ich war dort und habe den Diplomaten gesehen, aber die zwei habe ich nicht gesehen. Oh ja, yeah. Machen sie einfach mal eine halbe Jahreszeit oder so, und in der Zeit Pause. Ist ja nicht so schlimm, die machen ja so viel. Und hoffentlich einfach mit den Priestern da unten und mit den Merchants. Ich weiß nicht, ich kann die ja nicht besser machen. Wenn die unsere Kaufmänner besiegen, also übernehmen, nicht übernehmen, sondern einfach abwerben, genau. Dann ist es so halt und wir gehen einfach denen davon. Oder wir machen mit dem Merchant halt so wenig wie möglich, weil die halt so OP werden. Einfach weil sie halt cheaten, denke ich mal. Oder halt die ganze Zeit immer die besten Produkte irgendwo finden. Die kümmern sich irgendwie die ganze Zeit davon. Und wir haben halt einfach irgendwie das Nachsehen, wir sind ein bisschen langsamer. Machen jetzt nicht immer so viel. Also Mekka. Ich denke, das mache ich natürlich. Ist ja auch wichtig. Und hier haben wir Dirty Roads jetzt auch in Cheddar. Neben dran. Ist jetzt der Handel ein bisschen mehr sichtbar. Also das war auch in Rome, Total War Mods und so, auch ein bisschen das Problem, dass die einfach nicht so sichtbar waren. Weil ja die Städte zu groß sind und der Handel zu klein sind und die Distanzen einfach zu groß sind und so. Dass die einfach die Wagen nicht so angezeigt werden. Zum Beispiel im Hauptspiel von Rome ist das so. Recht schnell immer so, aber in den Mods irgendwie, es wird einfach irgendwie Performance gespart oder so. Weil hier haben wir Handel und ja, hier ist ja auch die Hauptstadt. Aber man sieht hier wenigstens, oder, dass der Handel da ist. Genau. Also, wir haben jetzt gerade eben nicht so viel zu tun, weil wir einfach nicht können. Ihr wünscht? Aber, zu den Kroaten. Mit denen haben wir auch Beziehungen. Ja, machen wir mal. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Eine Allianz? Okay. Egal. Ich weiß ja nicht, irgendwie fehlt hier eine Stadt oder so. Hier irgendwo eine Stadt nicht gefunden. Wie ihr wünscht, Sultan. Vielleicht auch hier irgendwo. Ich kann dort nicht hin. Hier raste vielleicht hier ich, unten. So, und genau, hier haben wir nichts zum... Also ich muss den Krieg provozieren. Das heißt, der Gute... Der Gute geht... Die drei wie gehen... Kann ich dienen, Sultan? Sultan! Ja, die müssen auch wie nicht kann ich dienen, Sultan? Befehle? Befehle? Der. Sultan! Der. Befehle? Und den kleineren, er soll mitkommen. Dann haben wir viele, ne? Ja. Befehle? Leder und hier haben wir sowieso noch Rebellen. Die machen wir kurz. Okay. Also, läuft es schon viel besser wieder. Und ich schaue, dass ich morgen wieder eine Aufnahme mache. Dass ich da ein bisschen drin bleibe. Jo. Aber einfach nicht so viel Zeit zum Hochladen. Naja.
Wo war der andere? Ich bin kein Diener eurer Feinde, Herr. Ist der der Gute? Das ist der Gute. Ich müsste mit ihm abwerben, sehr wohl, solange Sultan die Mission noch gibt. Das war sicher ein Versehen, Sultan. Nein, nicht ein Versehen, du musst da runter. Ihr wünscht? Und der muss ja nicht. Na. Jetzt sind schon drei Truppen. Ich hoffe einfach, dass sie noch überleben. Ich hoffe, die Türken dürfen doch nicht aussterben. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. So. Also, bis dann. Tschüss.